Hallo und willkommen. Ich bin Wolf Fuß und neben mir ist Hansi Küpper, der mit seinem Sachverstand das Spiel heute mit analysieren wird. Ich danke dir, Wolf. Es herrscht bereits eine tolle Atmosphäre hier im Stadion. Und beide Mannschaften stehen jetzt bereit, um diese Stimmung auf den Platz zu übertragen. Und so sieht sie aus, die Aufstellung. Der Ball rollt. Und da ist der Ballverlust. Da außen ist Platz. Mit einer guten Aktion könnten sie vielleicht über die Seite gefährlich werden. Mit der Stirn. Da hat er verpasst, noch einen Schleifchen dran zu binden. Der Verteidiger klebt praktisch an ihm und er kommt trotzdem zum Schuss. Das war der erste Torschuss in dieser Partie, in der Hoffnung, dass weitere folgen werden. Ah, da muss der Ball besser kommen. Das kann er alleine machen. Da ist die Flanke. Muss den Ball nach vorne bringen. Der Ball fliegt in die Mitte. Starke Flugeinlage. Wunderschöne Aktion. Ein herrlicher Flugkopfball. Das Einzige, was fehlt, das ist die allerletzte Präzision. Sie vergeben damit eine gute Möglichkeit. Eine Viertelstunde ist gespielt. Und die Möglichkeit. Und sie freuen sich über ihren eigenen Ballbesitz und merken gar nicht, dass ihr Ballbesitz noch nie auf der Anzeigetafel gestanden hat. Er bekommt den Pass in guter Position. Und die Flanke. Diesmal per Kopf. Da fehlte so ein bisschen die Konzentration im Abschluss. Versucht weiterzukommen. Und weg ist der Ball. Gut gemacht, gut verteidigt. Fast eine halbe Stunde ist jetzt gespielt.
Da ist er dran. Das ist eine gute Chance. Er wird hier hervorragend bedient. Schöner Angriff. Der Pass kommt genau im richtigen Moment. Er steht nicht im Abseits. Hätte das Tor machen können. Aber er scheitert im entscheidenden Moment. Da ist die Chance. Und der Keeper kommt noch ran. Und dann suchen sie den Abschluss aus dieser Distanz. Vielleicht hätten sie versuchen sollen, diesen Angriff besser auszuspielen. Die Tür ist offen. Versucht die Gasse zu finden. Ein super Tor. Es steht 1-0. Dieser Treffer zeigt wieder einmal, was in dieser Mannschaft steckt. So manches Tor ist wunderschön wegen eines genialen Abschlusses. Dieser Treffer ist einfach nur herrlich anzusehen, weil er genial herausgespielt wurde. Neuer Spielstand 1-0. Na also, sie sind in Führung gegangen. Das müsste ihnen eigentlich Selbstvertrauen geben. Jetzt kann er es probieren. Und Riesenmöglichkeit. Versenkt. Damit haben sie wieder Augenhöhe. Es gibt Mannschaften, die stecken den Kopf in den Sand, wenn sie hinten liegen. Dieses Team gehört nicht dazu. Die machen die Schultern breit und nehmen den Kopf hoch. Exzellentes Timing. Perfekt verwertet. Dieses Passspiel und wohl auch dieser Abschluss sind das Produkt von langer und intensiver Trainingsarbeit. Wir sind auf Remi-Kurs. Das ist die Strafe. Das kommt davon, wenn man sich beim Jubeln verausgabt. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Nee, so nicht. Kein guter Pass. 5 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Es steht unentschieden. So, und was ist jetzt der Plan? Saubere Annahme. Und bitte! Wer derart einsteigt, hat keine Chance, den Ball zu spielen. Das kann nur Freistoß geben. Sie wollen das Tor. Sie brauchen das Tor. Und jetzt haben Sie die Gelegenheit, per ruhendem Ball das Tor zu machen. Ach, da kommt er noch dran! Gut abgefangen. Saubere Annahme. Abgefangen. Und er zieht ab. Oh mein Haar, wäre das richtig teuer geworden. Das waren die ersten 45 Minuten. Die Mannschaft hat eine gute Vorstellung abgeliefert. Nach dem Rückstand hat man nicht aufgegeben und verdient den Ausgleich erzielt. Vor allem der Capitano hat das Heft in die Hand genommen. Er versucht ihn da durchzuspielen. Es sieht gut aus. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen. Da ist er dran. Die Flanke geht zur langen Ecke.
Gefahr fürs erste gebannt, aber der Einwurf kann sich teuer zu stehen kommen. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Faust vor und weg damit. So eine großartige Gelegenheit und so kläglich vergeben. Zieht aus der Halbdistanz ab. Und weg mit der Murmel. Gefahr vorbei. Ein Versuch aus der Halbdistanz. Er versucht es direkt. Nee, diesmal nicht. Ich schreibe ihm mal den Trainingsplan für nächste Woche. Montag Schusstraining, Dienstag Schusstraining, Mittwoch Schusstraining, Donnerstag, na, Sie wissen schon. Der Ball vors Tor. Torwart kommt raus und holt ihn sich. Vielleicht glauben Sie, dass Sie das Spiel kontrollieren, wenn Sie den Ball haben. Aber Sie müssen feststellen und Sie müssen zugeben, Zielstrebigkeit gleich null. 15 Minuten in Durchgang 2 gespielt. Schlampiger Pass. Versucht weiterzukommen. Stark durchgesetzt und jetzt hat er Platz. Und er schießt. Richtig, richtig gutes Spiel des Torhüters. Er kommt in Bedrängnis zum Abschluss. Das ist eigentlich stark, aber der Ball ist nicht drin. Muss den Ball nach vorne bringen. Er bekommt den Pass in guter Position. Saubere Annahme. Kann interessant werden. Der hätte natürlich drin sein müssen. Das war die große Möglichkeit, zurückzukommen. Wenn der Ball sitzt, dann wird sie wieder richtig eng. So wird es schwieriger und schwieriger mit zunehmender Spielzeit. Der ist kaum vom Ball zu trennen. Jetzt hat er die Chance. Er schießt. Er trifft. Unglaubliche Comebacker-Qualitäten, die diese Mannschaft hat. Da zeigt er, was er drauf hat. Hut ab, in allergrößter Bedrängnis macht er trotzdem sein Tor. Und sehr viel besser hätte er sich bei seinem Trainer für die Einwechslung nicht bedanken können. So hat sich das der Trainer vorgestellt. Sein Joker kam, sah und traf.
Das ist die Führung. Sie mussten einen Rückstand verkraften. Das haben sie getan. Sie haben den Ausgleich geschafft. Und jetzt haben sie das Spiel sogar komplett gedreht. Jetzt hat er die Chance zu flanken. Ja, das harmoniert doch nicht. Er kommt in Bedrängnis zum Abschluss. Das ist eigentlich stark, aber der Ball ist nicht drin. Kriegt er ihn. Kein Glück in der Situation. Der Verteidiger klebt praktisch an ihm und er kommt trotzdem zum Schuss. Wenn sie so weitermachen und sich keine Freiräume erarbeiten, dann kriegen sie auch keine Chancen mehr. Er steckt ihn durch. Gut durchgepasst. Und drehen das Ding. Also wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. Top-Zusammenspiel und am Ende ein richtig schöner Treffer. Das ist Spielverständnis, das ist Kombinationsfreude, das ist ein sensationell herausgespieltes Tor. Und in einer 2-Tore-Führung geht es jetzt weiter. Den Ball fängt er ab. Jetzt kann er es probieren. Junge, Junge, Junge. Die stehen da hinten mit viel Gottvertrauen. Ja, da geht er mit großem Engagement rein. Er kämpft sich den Ball. Schade, dass er den Ball nicht reinmacht. Nur noch 5 Minuten auf der Uhr. Versucht weiterzukommen. Schön weitergespielt. Ne, der ist weg. Er bekommt den Pass in guter Position. Durch die Abwehr. Den Ball nach vorne bringen. Er steckt ihn durch. Er zieht von da ab. Und drin ist er. Jetzt sind sie 3 vor. Also das Ding dürfte gelaufen sein. Absolut brillant und zauberhaft, wie sie das gespielt haben. So manches Tor ist wunderschön wegen eines genialen Abschlusses. Dieser Treffer ist einfach nur herrlich anzusehen, weil er genial herausgespielt wurde. Und damit sind die 90 Minuten vorbei. Dieses Spiel war ein echter Krimi. Mit einer einzigartigen Aufholjagd hat man das Spiel noch umgebogen. Da zeigt sich, was Leistungsbereitschaft und Kampfgeist bewirken können. Sie lagen hinten und sie haben das Spiel doch noch gedreht. Thank you.